Hallo Leute, heute soll es um dieses kleine Produkt hier gehen. Klein ist gut, wiegt immerhin 6 Kilo und zwar eine Powerstation, eine sogenannte von Sanfu, einem chinesischen Hersteller. Und wenn dich das interessiert, günstig draußen Elektrogeräte betreiben zu können, zum Beispiel beim Camping, dann bleib da einfach dran. Ja, diese kleinen Dinger sind in aller Munde, finde ich, und zwar beim Camping, beim Verreisen und so weiter und so fort. Sie funktionieren natürlich als Energiespeicher und können selbst Steckdosengeräte gut betreiben. Also die nächste Stufe der Powerbank, mit der wir normalerweise einen USB-Anschluss haben, um da unser Handy aufzuladen, der nächste Step. Wir gucken uns von dem Ding hier, was mir zugeschickt worden ist, erst einmal die Grundspezifikationen an, bevor wir dann weiter über das Gerät selbst sprechen. Meine Meinung dazu. Wir haben hier eine tragbare Powerstation mit 576 Wattstunden mit einer Leistung von 600 Watt und 230 Volt Anschlüssen. Das Ding wiegt etwa 6 Kilogramm. Wir haben 25 x 21 x 24 cm, also einen ziemlichen Würfel. Mit dem Preis sind wir bei ungefähr 550 Euro. Das schwankt immer mal, gerade bei solchen Geräten. Könnt ihr das mal auf die Merkliste packen und dann gucken, ob ihr einen besseren Preis ergattern könnt. Natürlich ist ein Ladekabel, ein Benutzerhandbuch und 24 Monate Garantie mit dabei. Zum Vergleich, es wird ja angegeben, etwa eine halbe Kilowattstunde an Speicherkapazität haben wir in dem Ding drin. Das Ganze wird nochmal spezifiziert als 160.000 mA. Das sind erstmal die grundsätzlichen Fakten. Gucken wir uns die ganzen Funktionen von dem Gerät einmal kurz vorher an von Sanfu. Wir haben hier zwei Steckdosen. Über die könnt ihr alles reinstecken, was 230 Volt hat. Das heißt zum Beispiel ein Apnoe-Schlafgerät, wo ich das am liebsten für benutze. Aber auch eine komplette Musikanlage mit mehreren ordentlichen Boxen. Eine Mikrowelle. Tatsächlich. Allerdings natürlich nur, wenn sie bis 600 Watt geht. Alles darüber geht dann natürlich nicht mehr. Wir haben hier verschiedenste 12 Volt Ausgänge für Netzteile und natürlich verschiedenste USB-Anschlüsse, woran ihr euer Handy direkt anschließen könnt zum Beispiel. Hier könnt ihr es aufladen über die Steckdose. Das dauert bis zu 8 Stunden, kommt immer ein bisschen drauf an. Die erste Hälfte geht immer sehr schnell. Das heißt, ihr könnt es to go mal eben schnell aufladen, die Hälfte. Und danach wird es immer langsamer. Ihr kennt das von eurem Handy-Akku. Dann haben wir hinten den Lüfter. Der geht natürlich bei Dauerbetrieb ein bisschen irgendwann an. Und hier hinten haben wir noch eine Lampe, die ihr über einen Knopf mit Anhalten anmachen könnt. Nette kleine Campinglampe extra. Hier haben wir ein Display, da ist einmal der Batteriestatus angezeigt. Dann wie lange mit den gerade betriebenen Sachen der Akku noch halten würde. Eine Schätzung im Endeffekt. Und dann haben wir hier die Watt-Ausgangs- bzw. Eingangsleistung, wenn ihr es angeschlossen habt. Darüber könnt ihr relativ gut nachvollziehen, wie viel euer Gerät tatsächlich verbraucht und es dann hochrechnen. Zur Not könnt ihr natürlich auch einmal kurz vorher, wenn ihr so ein Ding einmal ausprobiert, etwa 30 Minuten ranschließen und das dann hochrechnen. Dann habt ihr ungefähr die Zeit, wie lange eure Geräte mit so einem Ding funktionieren würden. Keine Ahnung, was ihr dabei benutzen möchtet. Alles geht natürlich, selbst ein Fernseher würde gehen. Wenn man Lust hat, jetzt hier einfach draußen auf dem Picknicktisch Fernsehen zu gucken, könnte man das jetzt also theoretisch mit so einem Gerät machen. Hier oben haben wir einen Henkel. Das Ganze ist ordentlich verbaut. Es sieht nett aus. Mir fehlen hier noch zwei Klappen, muss ich sagen, damit das noch so ein bisschen vor so Flugdreck, Flugrost geschützt ist. Das hätten sie noch machen können. Aber ansonsten habe ich überhaupt nichts zu meckern. Das Gerät ist vollkommen in Ordnung, es funktioniert und es erfüllt seinen Zweck. Als Vergleichswert habe ich zum Beispiel die Jackery, die ich mir mal selber gekauft habe, die Powerstation in derselben Größe, also auch ungefähr 576 Watt. Einmal ganz kurz, weil es da bei mir auch immer ein bisschen zu Verwirrung kommt, was sind genau diese Watt-Ausgangsleistungen und was sind Kilowattstunden und was sind diese Stunden dahinter. Der Speicher hat 576 Wattstunden. Die Höchstausgangsleistung ist 600 Watt. Das ist einmal geklärt. Wenn ihr genauere Informationen haben wollt, fragt bitte euren Elektriker oder schaut da mal ein bisschen bei Wikipedia rein. Die können euch das, glaube ich, noch ein bisschen besser erklären als ich. Als Vergleich zum Beispiel habe ich ein Gerät, das verbraucht ungefähr angeschlossen 15 Watt. Das ist mein Apnoe-Gerät. Das kann ich ungefähr 5 Nächte, 5,5 dran lassen an diesem Gerät und dann ist das Ding alle.
Und so könnt ihr ungefähr hochrechnen, wenn ihr zum Beispiel ein Gerät habt, was 30 Watt, 40 Watt, einen Laptop verbraucht, normalerweise zwischen 50 und 80 Watt, kann aber auch mehr verbrauchen, wenn ihr das Licht heller macht und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr natürlich ausrechnen, wenn ihr 100 Watt verbraucht habt, also eine 100 Wattstunden Verbrauch von eurem Gerät, dann könnt ihr das ungefähr 5,5 Stunden daran betreiben. So ungefähr sieht's aus. Gleichzeitig haben wir bei dem Gerät, bei allen Geräten, die ich bis jetzt getestet habe, auch kein Problem, wenn es kälter wird. Die funktionieren trotzdem. Anmachen macht ihr die einzelnen Channel sozusagen, die einzelnen Abteile hier über die Knöpfe, dann einfach anhalten. Dann leuchtet die Lampe hier grün und dann könnt ihr die benutzen. Und wenn ihr es wieder ausmacht, dann wird keine Passivenergie verbraucht. Ihr kennt das ein bisschen, ne? Diese ganzen Anschlüsse, die müssen ein bisschen vorrätig gehalten werden. So stelle ich mir das zumindest vor. Und deshalb haben sie dann sozusagen einen kleinen Minimalverbrauch immer. Deshalb hat man ja auch gerne mal Schaltersteckdosen, wenn man Verbrauch sparen möchte. Ich bin mittlerweile mit so einem Ding immer unterwegs, im Auto, bei Festivals, Camping, Mittelaltermärkte, wenn man da im Zelt schläft und auf jeden Fall Strom braucht, zum Beispiel wie ich für medizinische Geräte, dann ist so etwas super praktisch. Ich kann es wirklich nur empfehlen, wer sich mit den medizinischen Komponenten, das heißt, dass man ein Gerät darüber betreibt, Erfahrungsbericht auch ein bisschen auseinandersetzen möchte, der kann sich gerne auf meinem Hauptkanal, dem Outdoor-Kanal, ein längeres Labervideo von mir angucken, wo ich über meine Situation spreche und warum ich so ein Gerät wirklich fantastisch finde. Aber es ist auch einfach klasse, so etwas zu haben als Luxus. Es ist einfach ein Stück Lebensqualität, immer und überall vernünftigen Strom mit Steckdosenleistung zu haben. Nicht einfach nur eine kleine normale Powerbank, die dein Handy auflädt, sondern auch andere Sachen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Reiseauto baut oder einfach mit eurem Auto relativ viel unterwegs seid und ihr wollt aber nicht ständig Essen einkaufen und Brotzeit machen und so Gas kochen habt ihr auch nicht ständig Lust, dann kann so ein Ding mit irgendeiner Art von Kocher durchaus Sinn machen. Es ist natürlich ein gewisser Luxus, es ist natürlich eine gewisse Sperrigkeit, aber Lebensqualität. Ja, und viel mehr gibt es zu dem Gerät von Sanfu auch nicht zu sagen, der Powerstation. Wenn dir das gefallen hat, dann schau doch einfach mal gerne unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich mehrere Produktlinks auch zu Konkurrenzprodukten. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt das holen, wenn ihr insgesamt interessiert seid an einem solchen. Alle Links sind natürlich Affiliate-Links. Das heißt, ich bekomme Prozente, wenn ihr auf diese Links klickt und danach etwas, irgendetwas bei Amazon kauft. Fühlt euch aber nicht gezwungen. Es gibt viele Anbieter da draußen, verschiedenste Seiten. Ihr könnt zum Beispiel auch direkt bei Herstellern teilweise bestellen und bekommt es so günstiger. Ich hoffe, das kleine Video hat dir Spaß gemacht, hatte ein paar Informationen für dich, hat dir ein paar Anregungen gegeben. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, tschüss.